Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt und heute gehen wir der Frage nach, ob nach so einem Bandscheibenvorfall, wie du das hier im Modell siehst, ob es da sinnvoll ist, Dehnungsübungen zu machen oder wann möglicherweise der ideale Zeitpunkt ist. Ein Bandscheibenvorfall erwischt einen ja oft in einer Phase, wo man nicht darauf vorbereitet ist. Man hat vielleicht vorher keinen Sport gemacht und auf einmal, peng, Bandscheibenvorfall ist da, der Schmerz ist da. Man sucht sich dann im Internet vielleicht ein paar Übungen raus. Viele machen das nicht, aber sehr viele landen dann doch auch bei Dehnungsübungen. Und die Frage ist, ob das gut ist oder nicht und zu welchem Zeitpunkt. Dehnungsübungen sind grundsätzlich gut, vor allen Dingen auch, um Bandscheibenvorfälle zu verhindern. Denn seit unserer Kindheit sitzen wir auf Stühlen, haben dadurch verkürzte Muskeln und diese verkürzten Muskeln haben dann irgendwann dazu geführt, dass unsere Bandscheiben sich erstmal vorwölben und es dann irgendwann auch einen Bandscheibenvorfall gibt. Und um das nicht so weit kommen zu lassen, sind Dehnungsübungen sehr, sehr gut. Der Muskel lässt sich natürlich immer nur bedingt dehnen, kann das verbessern. Jetzt aber die Frage, wenn so ein Bandscheibenvorfall schon mal da ist oder auch wenn eine Bandscheibenoperation stattgefunden hat und dann nochmal ein Bandscheibenvorfall gekommen ist, ob es dann sinnvoll ist, hier mit Dehnungsübungen zu beginnen. Ich werde mit der Frage häufig konfrontiert, weil natürlich Dehnungsübungen heute beim Bandscheibenvorfall überall angepriesen werden und es kann tatsächlich auch sein, dass sie wirklich helfen. Helfen tun sie vor allem dann, wenn der Bandscheibenvorfall nicht so schlimm ist und wenn man durch die Dehnung, die man macht, wirklich Platz schaffen kann. Eines der Hauptprobleme an einem Bandscheibenvorfall ist ja, dass der Bandscheibenvorfall, wenn er dann rausgequollen ist aus der Bandscheibe, draußen liegt und auf irgendwelche Strukturen drückt, zum Beispiel auf Nerven, die dort vorbeilaufen und diese Nerven, die schmerzen dann eben sehr stark. Ziel jeder Behandlung muss es sein, dass hier Platz geschaffen wird. Platz kann man auf verschiedene Arten selber schaffen oder der Körper macht es auch. Der Körper, der baut so einen Bandscheibenvorfall in der Regel ja ab. Das kann aber auch 2 bis 3 Jahre dauern, bis er sich zurückgebildet hat. Immer bildet er sich nicht zurück, aber es kann eben eine gewisse Zeit dauern. Insofern ist das Erste, was passiert, schon mal der Körper selber, dass er hier arbeitet. Das Zweite, was Platz ermöglicht, das ist, das Ganze in die Länge zu ziehen. Das kann durch eine Dehnungsübung geschehen. Und insofern wäre eine Dehnungsübung hier zu empfehlen. Es kann aber auch sein, dass wir bei einer Dehnung erstmal diese Bandscheibe noch mehr unter Druck setzen. In dem Moment, wo man eine Dehnungsübung macht, muss man natürlich diesen Muskel, diese 2 Enden des Muskels irgendwie mal gepackt bekommen und irgendwie auseinanderziehen. Und da kann es aber eben auch sein, dass dadurch gewisse Strukturen weiter zusammengepresst werden und dass hier dann auch neurologische Probleme auftreten können oder so ein Bandscheibenvorfall noch mehr auf den Nerv drückt. Das ist natürlich was dann eigentlich eher ungünstig ist. Deshalb empfehle ich meinen Patienten, die einen frischen Bandscheibenvorfall haben, erstmal mit normalen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass diese Schmerzen einigermaßen vergehen, dass hier normale Physiotherapie gemacht wird, erstmal ein bisschen Wärme angewendet wird oder eben auch weitere Maßnahmen, die angeboten werden, durchgeführt werden. Erst am Schluss, wenn der Schmerz schon relativ gut ist, dann finde ich, sollte man mit Dehnungsübungen beginnen, weil dann die Gefahr nicht mehr so groß ist, dass man diesen frischen Vorfall nochmal auf einen vielleicht schon vorgereizten Nerv drückt. Was noch Platz schafft im Bereich der Wirbelsäule, sind natürlich Infiltrationen. Das heißt, wenn man so einen Bandscheibenvorfall umspült mit einem Entzündungshemmer, auch das führt dazu, dass die Entzündung zurückgeht und auch der Vorfall etwas kleiner wird oder schlussendlich natürlich auch eine Operation. Wenn eine Operation durchgeführt wurde, dann bleiben ja 2 Dinge noch übrig. Das eine, was bleibt, ist die Ursache, warum so ein Bandscheibenvorfall überhaupt entstanden ist. Und das ist ja eine verkürzte Muskulatur, die sollte man aufdehnen, das wäre wichtig. Das zweite, was aber bleiben kann, ist weiterhin ein Loch in der Bandscheibe, denn das heilt oft nicht zu. Und wenn man hier dann sehr stark Dehnungsübungen macht, kann es natürlich sein, dass wenn während dieser Dehnungsübung hier ein Stress auf diese Bandscheibe ausgeübt wird, dass noch mehr von diesem Nukleus, also von diesem Kern der Bandscheibe durch dieses Loch nach außen gedrückt wird. Trotzdem würde ich in jedem Fall versuchen, Dehnungsübungen zu machen, um die Ursache dieses Bandscheibenvorfalls und diese Muskelverkürzung insgesamt
aufzuheben. Insofern ist auf jeden Fall die Dehnungsübung empfohlen, aber nicht bei einem frischen Vorfall, sondern erst etwas später. Es gibt dann immer wieder die Aussagen, dass so ein Bandscheibenvorfall ja so flüssig ist wie Milch oder Joghurt. Das ist nicht der Fall. Ich habe hier oben ein Video verlinkt, was ich schon gemacht habe über das Thema, was ganz klar zeigt, dass ein Bandscheibenvorfall eben nicht flüssig und nicht aus Joghurt ist, sondern eher so eine radiergummiartige Konsistenz hat. Und das kann ganz schön auf so einen Nerv drücken und kann auch richtige Schäden an einem Nerv hinterlassen, bis natürlich auch zu einer Taubheit oder Lähmung. Ja, ich würde in jedem Fall empfehlen, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, probier es einfach mal aus. Fang mal mit einer leichten Dehnungsübung an. Und wenn es damit gut geht, dann kannst du weitermachen. Wenn du merkst, das ist eher nichts für mich, das tut mir jetzt mehr weh, dann würde ich wirklich warten, bis der Schmerz einigermaßen vorbei ist. Und dann musst du aber dann anfangen, vielleicht so nach 3 Monaten, dass du dann daran arbeitest, deine Muskulatur, die den Bandscheibenvorfall ausgelöst hat, wieder auf Länge zu bringen. Und spätestens da solltest du es versuchen. Wenn es dann auch nicht klappt, dann muss man das mit deinem Arzt besprechen. Nicht jeder Arzt hält was von Dehnungsübungen. Das hat etwas damit zu tun, was der Arzt gerne macht, was er für eine Ausbildung gemacht hat und so weiter. Aber das ist trotzdem wichtig, das dann mit einem Arzt zu besprechen, um hier einfach nichts zu übersehen. Ich hoffe, dieses Video war informativ für dich. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, meinen Kanal abonnierst und wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Surf Doc, Dr. Christian Behrendt.